So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mod in der Dorfmod. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Schande über mein Haupt. Ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Fahren jetzt quasi einen First Responder Kreislaufkollaps. Wenn euch das letzte Video schon gefallen hat, na, wie gesagt, nicht vergessen das Abonnieren. Hier wird es gerade ein bisschen trüb. Ich höre hier irgendwie ständig Martins Horn. Ist vielleicht ein Soundbug. Fahrzeug 5 hört. So. Mal aussteigen. Erste Hilfe leisten. Oh ja, die sieht nicht gut aus. Da braucht man definitiv ein NEF. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 2 hört. Ja, ein RTH gibt's hier gar nicht, ne? Nee. Fahrzeug 2 hört. Einsatzende können wir auch nicht machen. Oh, es ist ja alles echt. Echt nicht schön. So. Dortenheim. Dorfmod heißt sie, genau. Seht ihr? Mir fällt das ja doch noch ein. Ja, wie gesagt, wir machen da eine Serie draus. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Das ist jetzt halt gerade mal echt schlecht. Aber das ist direkt nebendran. Ja, passt. Perfekt. Feuerlöscher. Feuerlöscher. Ja? Und Abmarsch. Und das bei einem First Responder Einsatz. Ja. Wunderbar. Können wir uns gleich hier als Dorffeuerwehr unter Beweis stellen. Also so viele Einsätze wie die hier haben, können sie bald eine Berufsfeuerwehr aufmachen. Los geht's. Auf den Weg. Jawohl. Einsatz gemeistert. Fahrzeug 5 hört. Auf dem Weg. Jetzt können sie nach Hause fahren. So. Auf. Ab nach Hause. Da kommt der Notarzt. Da fährt der Notarzt noch alleine auf dem Dorf. Kann man hier eigentlich. Nee, das kann man nicht machen. Was ist denn hier los? Umfeldbeleuchtung. Geht nicht. Vielleicht, weil keiner drinnen sitzt. Tatsache, weil keiner drinnen sitzt. Das haben die aber gut gemacht, muss ich sagen. Und die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, die Mod. Ich habe sie jetzt mal wieder ausgekramt. Aber so ist die eigentlich gar nicht schlecht gemacht. Auch so das mit dem Kaufen, mit diesem Wirtschaftlichen mit drin. Ist halt schon auf die Idee muss man erstmal kommen, da irgendwas Wirtschaftliches mit einzubauen. Ich meine, grundsätzlich bei Emergency ist ja schon was Wirtschaftliches mit drin. Weil du halt gucken musst, wie viele Einsatzkräfte du auf Anfahrt schickst und sowas alles. Aber so extrem haben wir es ja dann bisher doch nicht gehabt. Warte mal, wie ist denn das? Ausrüstung ablegen, bewegen. Person transportieren. Okay, ja, versuchen wir gleich mal. Hier können wir jetzt erstmal. Fahrzeug 2 hört. Einsatzkräfte kann nicht befinden sich eine Wache, es befinden sich noch Feuerwehrmänner im Fahrzeug. Ja, ist in Ordnung. Könnt ihr aussteigen. So, Einsatzende. Ja. Zivilklamotten an. Die laufen im. Der läuft mit dem Feuerlöscher nach Hause. Alles klar. Das ist Diebstahl. Also, ja, trinken habe ich auch nicht mehr. Wunderbar. Wir gucken mal, wie lange wir heute machen. Was heute so alles ansteht. Fahrzeug 1 hört.
So. Blitzeinschlag. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind. Und kümmern Sie sich darum. Feuer 1. Feuer klein. Fahrzeug 1 hört. Was gibt's? Du gehst an die Sirene. Machst ein EL. So, der kann transportiert werden. Ja, ist doch gut jetzt. Also so war das jetzt nicht gedacht, ne? Warte mal, Moment mal. Das kann doch nicht sein. Nee, mach jetzt erstmal das Feuer da fertig. Und dann kümmere ich mich da drum. So, die zwei. Kalanor. Atemschutz anziehen. Auf. Atemschutz anziehen. Auf. Normal. Anziehen. Anziehen. Du, Gruppenführer. Los. Du. Normal. Los. Los. Ja, wir werden jetzt nochmal sicherheitshalber ein LF alarmieren. Von der Hauptwache. Wird nämlich langsam kritisch. Blaulicht an. Abfahrt. Mal gucken, ob die da Schläuche drin haben. Drauf haben auf dem Fahrzeug. Das wäre eher lustig, wenn nicht. Also mal gucken, wo sie hinlaufen. Ah, doch haben sie. Perfekt. Ja, perfekt. Dann können wir doch da löschen. Ja, super. Direkt vor Ort löschen. Finde ich gut. Finde ich super. Bin unterwegs. Ja? Komm, du auch noch. Verstanden. Wird gemacht. Die brauchen halt bloß immer Ewigkeiten, bis sie sich hier mit dem, bis sie sich da am Schlauch angeschlossen, am Hydranten angeschlossen haben. Bist du jetzt angeschlossen? Ja. Dann können wir uns ja jetzt um den Einsatz hier kümmern. So, jetzt lass mich doch mal gucken. Ey, du willst jetzt nicht... Es ist nicht wahr, oder? Ich muss die Patienten tatsächlich so transportieren? Alter. Also... Alter, nee. Alter! Fahrzeug 9 hört. Unglaublich. Ja, ihr habt das Feuer gleich gemeistert. Wunderbar. Ey, was brauchen wir denn hier? Eine Berufs... Ach hier, guck, jetzt haben wir 11.000 übrigens zur Verfügung. Wir müssen da mal gucken, auf was wir dann sparen, weil ich folge irgendwie Einsatz dem nächsten. Ich kann mich da gar nicht richtig drauf konzentrieren. Wobei, jetzt wo sie da in aller Ruhe löschen, kann ich mal gucken. TSF, das ist glaube ich das, was wir jetzt haben. TSFW. 9000. Ich hätte gerne ein LF 16. Ich hätte gerne ein LF. Was kostet das LF? 20.000. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Weil je mehr Fahrzeuge wir haben, desto größer wird unsere Wache. Also desto mehr Mitglieder kriegen wir in der Wache. Jetzt haben wir nicht viel, weil jetzt haben wir bloß so ein paar Mitgliederchen und ja, irgendwann mal, wenn wir dann... Hallo, du sollst hier einsteigen, Kerl. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. So, alle einsteigen. Ja, wenn dann unsere Wache voll ist, dann haben wir schön viele Mitglieder. Ja, gut.
Was heißt, unsere Wache voll ist? Wir haben ja bloß Stellplätze für 3 Fahrzeuge. Fahrzeug 4, hör. Ich glaube, viel mehr können wir... Ne, viel mehr können wir... Eine Cardio-Ovi können wir uns sogar holen. Ja, das ist halt die Frage, ob man das wirklich braucht. Fahrzeug 5, hör. Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Leck mich doch am Arsch hier. Transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Da kann auch das LF gleich hinfahren. Bin unterwegs. Wobei, da haben wir auch 2 Hydranten in der Nähe. Sofort. Höre. Verstanden. Wird gemacht. Bin unterwegs. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch ein... Nee, Quatsch. Abschleppfahrzeug. Komm, ihr könnt wieder heimfahren. Ganz ehrlich, ihr könnt wieder heimfahren. Das macht das... Ja, schon fertig. Ja? Hey, das ist doch easy going hier. Fahrzeug 13 hört. Ich will jetzt mal wissen, wie der Lichtmast aussieht. Wow. Das Ding soll Lichtmast sein. Da steht auch Lichtmast aufbauen. Kellner. Dass die armen Leute hier auch mal nach Hause können, Mensch. Die sind ja nur on Tour. Die fahren auf die... Die fahren in die Garage rein. Und dann geht der Melder. Beziehungsweise kommt der nächste Einsatz. So, ich würde sagen, einen Einsatz machen wir noch. So, Einsatzende. Wo befinden sich denn noch Feuerwehrmänner im Einsatz, im Fahrzeug? Da. Sorry. So. Abschleppfahrzeug ist da. Fahrzeug 14 hört. Höre, wird ausgeführt. Fahrzeug 14 hört. Ja. So. Wache Krankenhaus, genau. Wir fahren mit dem Abschleppfahrzeug ins Krankenhaus. Ja. Ey, wisst ihr, was wir jetzt machen? Fahrzeug jetzt mal ganz hört. Ohne Scheiß. Wir holen uns das Fahrzeug hierher. Das ist doch kacke, jedes Mal Ewigkeiten zu warten, bis das LF da ist. Wir stationieren uns das LF einfach hier hin. Fahrzeug 1 hört. Achtung, ein Brandausbruch wurde gemeldet. Ey. Wahrscheinlich durch Fahrzeug eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Fahrzeug 1 hört. Höre. Mach die Sirene an. Fahrzeug 13 hört. Wo ist denn der Brandausbruch? Feuer. Alarm. Schon unterwegs. Gruppe 2. Feuer. Alarm. Gruppe 2. Feuer. Ich sehe kein Feuer. Unterwegs. Ich sehe es nicht brennen. Sofort. Was gibt's? Wird ausgeführt. Bin ich blind? Bin brennt's im Haus? Achtung, die Tür muss mit einer Axt aufgemacht werden. Ach, lass mich da in Ruhe. Axt benutzen, du Honk. Brauchst nicht mehr benutzen. Ist schon vorbei. Schon alles. Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Fahrzeug 13 hört. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 13 hört. Schon unterwegs. Sorry Leute, das ist Einsatzende. Fahrzeug 2 hört. Fahrzeug 15 hört. Einsatzende. So, aber wir machen jetzt einen First Responder. Fahrzeug 2 hört. Ja?
Ich habe einen First Responder alarmiert. Na, kann er ja auch alleine. Oh ne, guck. Guck, 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 guck. Gruppenführer normal. Nix Gruppenführer. Höre. Fahrzeug 1 hört. Ja? Ach, der kann sich bloß als EL anziehen. Schau an, schau an. Fahrzeug 13 hört. So, du stellst dich da hin. Fahrzeug 5 hört. Was gibt's? Fahrzeug 5 hört. Auf dem Weg. Wo ist er denn gestürzt, bitte? Im Gebäude. Huch. Ach nee, hier. Ja, man setzt sich ja auch nicht auf so Holzbänke, ne? Auf so Holz... Naja, Holzbänke, genau. Ach, Kerle, wir haben spät. Ja, yeah, wir haben spät. Also, wie gesagt, den Einsatz machen wir noch. Und dann speichere ich die ganze Szenerie hier wieder ab. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sag euch noch schon mal vorab, wenn euch das Video gefallen hat, machen wir deinen blau... Mein Gott, ey, ich kann auch nicht mehr sprechen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Würde mich sehr freuen. Wenn euch das besonders gut gefallen hat, könnt ihr natürlich auch ein Abo da lassen. Wäre natürlich noch besser, um mich zu unterstützen. Ja, guckt euch auch die anderen Videos an von Emergency. So, er meckert nicht wegen einer Dings, wegen einem Notarzt. Ich weiß nicht, brauchen wir einen Notarzt? Nein, brauchen wir nicht. Fahrzeug 5 hört. So, sprich, wir lassen ihn jetzt mal zur Wache fahren. Wir lassen den Einsatz jetzt mal extra offen in der Hoffnung. Mach mal dein Blaulicht aus, mein Freund. Ja. In der Hoffnung, dass ich die jetzt mal nach Hause schicken kann, ohne dass da jetzt irgendwas kommt. Weil... Es ist ja nur echt nervig, wenn man die noch nicht mal richtig nach Hause schicken kann und dann schon wieder der nächste Einsatz kommt. Ja, das ist echt nervig. Komm, fahr mal schneller nach Hause. Fahrzeug 5 hört. So, ich habe immer noch bloß 11.000. Das ist doch nicht wahr. So brauche ich ja ewig, um auf mein LF zu sparen. So. Medizinischer Notfall. Eine Person steht unter Schock. Ist nicht euer Ernst. Transportieren. Ja gut, den Einsatz machen wir halt noch. Fahrzeug 2 hört. Dann transportiert mir den da jetzt. Das ist echt Wahnsinn. Bin unterwegs. Was gibt's? Der hat einen Rucksack und einen Koffer. Alles klar. Fahrzeug 5 hört. Höre. Ist das eigentlich auch eine Feuerwehrerin? Noch? Nein. Das ist ein Feuerwehrmann. Fahrzeug 5 was hört. Bin unterwegs. Vorhin war es eine Feuerwehrfrau, bevor ich sie umgezogen habe. Mir fehlt ein Park-Skript. Fahrzeug 8 hört. Warum geht's denn schon wieder so scheiße? Dem ging's doch gut, oder nicht? Muss ich jetzt nicht verstehen. Vielleicht hätte ich doch einen Notarzt gebraucht. Ich weiß es nicht. Aber die sieht noch gut aus, ja. Der geht's prächtig. Fahrzeug 5 hört. Tut mir leid, muss jetzt mal warten. Dann holen wir uns noch einen Streifenwagen dazu. Ein Streifenwagen, bitte. Braucht sowieso Ewigkeit, bis der kommt. Fahrzeug 2 hört. Guck mal hier. Aha. Drehleiter. Ja. Ach, jetzt habe ich 12.000. Für die ganzen Einsätze.
Ich habe mit 10.000 gestartet. Das gibt's doch nicht, ey. Oh. Ja. Oh. Oh. Fahrzeug 5 hört. Höre. Fahrzeug 5 hört. Kann die mitbehandeln? Ne. Die kann auch keinen Verkehr regeln? Ne, natürlich nicht. Er hat Verkehr gesagt. Kupplung. Ich kann sogar einen Verteiler setzen. Wenn ich einen Schlauch habe vielleicht. Verstanden. Oder auch nicht. Schlauch anschließen. Schließen wir da einen Schlauch an. Mal gucken, ob wir jetzt einen Verteiler setzen können. Das wäre ja mega. Habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung. Oh, die Folge wird schon wieder zu lang. Auf dem Weg. Tatsache. Ich kann Verteiler setzen. Höre. Ach, der kommt von da. Fahrzeug B auf der nächsten Höhe. Höre. Ich kann. Wahnsinn, ich kann Verteiler setzen. Wir kriegen. Aha. Fahrzeug 16 hört. Ja? Ist in Arbeit. Bestätige. Fahrzeug 12 hört. Ja, ich kann mir ein HLF kaufen. Ein LF kaufen. Ey Leute, das machen wir in der nächsten Folge, ja? Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Emergency 4. Fahrzeug 5 hört. Mods. Ja? Die Dorfmod. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg, ja? Also wir sehen uns. Ich mache jetzt ein Save und wir sehen uns. Wie gesagt, hat es euch gefallen, lasst ein Abo da. Oder einen Daumen hoch. Blitzeinschlag. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden und... Bis dann.